können trotzdem weiter träumen, egal was ihr tut und treibt, an die Leib. Schleppt uns weg, holt uns von Bäumen, wir halten fest an unseren Träumen, egal was ihr tut und treibt, an die Leib. Mit Schlagstock gegen Sitzblockaden, eurem Ruf kann das nur schaden. Mit Maschinen, Hebebühnen, mit Kopf, Sinn, Achtung und die Schlüssel. Was ihr tut und treibt, an den Leib. An die Leib, den Kopf bewahrt uns im Gedächtnis lebenslang. Genauso das, was ihr getan habt, gierig aus Zerstörungswand. Wir werden uns daran erinnern, nie vergessen, was geschehen. Schreibt an die Leib.
gefällt. Man kann uns hören rund um die Welt. Egal was ihr tut und seid, haben wir Es reicht kein Gottvertrauen allein. Sag nicht die Kirche auch mal nein. Laut vernehmbar und entschieden. Denn nur so wird doch vermieden, dass man es ungläubig erkennt, wie leicht die Kirche sich von denen, die auf sie Vertrauen trennt. Sie steht auf festem Grund errichtet, so wird in Chroniken berichtet. Wer sie entworfen hat geplant, dass sie zum Gottvertrauen ermahnt. Steht auf festem Fundament, wie leicht die Kirche sich von denen, die auf sie Vertrauen trennt. Sie ist ein Haus, um dort zu beten, um drin vor den Altar zu treten, dass jemand die Gebete hört. Und gäb' es Missbrauch, sich dran stört. Und nicht nur hohl sich christlich nennt. Wie leicht die Kirche sich von denen, die auf sie Vertrauen trennt. Die Kirche trennt sich von Gebäuden, Orten für Segen, Trost und Freude. Wenn es nur Geld genügend bringt, auch keine Glocke mehr erklingt, die man sein Leben lang erkennt, wie leicht die Kirche sich von denen, die auf sie Vertrauen trennt. Den Ort für Hochzeit, Trauer, Taufen, ohne zu zögern zu verkaufen, bricht es auch manchem schier das Herz, der den Blick voll Tränen himmelwärts, die Geldgier keine Gnade kennt, wie leicht die Kirche sich von denen, die auf sie Vertrauen trennt. Verrat an leichtgläubigen Seelen scheint diese Kirche nicht zu quälen. Stürzt so ein Gotteshaus dann ein, stört sich kein Gottesmann am Schrein der Trauer derer, die erkennt, wie leicht die Kirche sich von denen, die auf sie Vertrauen trennt.